Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Montag, dem 27. Juli 39. Wir wollen uns wieder die Märkte anschauen und hier mal sehen, was denn so passiert. Und sehr auffällig ist hierbei ja die Volatilität, die wir aktuell schon sehen. Viele Währungspaare schießen hier schon buchstäblich nach oben und schöpfen ihre Ranges nahezu komplett aus. Und wir wollen uns heute hier mal dem Channel widmen, den Euro gegenüber dem britischen Pfund. Was hat es damit auf sich? Sie sehen es ja hier schon im Chart. Die Situation sehr, sehr dynamisch mit den aktuellen Bewegungshochs. Da will ich gleich mal vorab den MetaTrader kurz aufführen, der uns hier ein Stück weit visualisiert, wie es denn hier eigentlich um die Range aussieht. Und wir sind hier im Schnitt 62 Pips unterwegs pro Tag. Wir sind aktuell schon 80 gelaufen. Also rein statistisch ist hier nicht mehr viel zu holen. Der Euro aktuell ja ohnehin ein Stück weit mit Auftrieb. Aber wir müssen das alles unter der Brille der Realität sehen und insofern sind wir hier schon übergeschossen. Sowohl Euro-US-Dollar ist auch über der Range, als auch jetzt hier eben der Euro gegenüber dem britischen Pfund. Tatsache ist aber, wir haben hier einen dynamischen Impuls gesehen nach oben. Also für heute Intraday abwarten, was hier in Sachen Pullbacks kommt. Dass es jetzt hier nochmal 60 Pips nach oben geht, das wage ich fast zu bezweifeln, aber man soll ja niemals nie sagen. Aber grundsätzlich ist die Range für den heutigen Tag zumindest mal ein Stück weit ausgeschöpft. Das Hoch, das statistische Hoch im Bereich 0,7129 wurde praktisch hier schon am Morgen überwunden. Und das eben hier innerhalb weniger Minuten, wie wir hier im M15-Chart sehen. Doch Euro gegenüber dem britischen Pfund deswegen interessant, weil wir den auch in der letzten Woche schon mal unter die Lupe nahmen. Und hier mal kurz der Hinweis auf die Analyse, die hier auf vielen Webseiten als Free Content durchs Web wanderte, hier am 23.07. Auch mit dem Hinweis, die Spekulation ging auf. Warum? Weil interessanterweise hier die Kunden von JFD Brokers hier eine 98% bullische Ausrichtung hatten. Also das Sentiment war hochgradig bullisch. Wir werden jetzt hier gleich mal den Research aufrufen. Da können Sie auch selbst praktisch auf der JFD Research-Seite hier praktisch das Ganze nachvollziehen, wie es hier um das Sentiment steht. Da haben wir es zum Beispiel hier auf der rechten Seite. Und da hat sich jetzt hier das Bild komplett gedreht. Also Gewinne wurden hier kurzfristiger Natur mitgenommen. Damals hatten wir hier einen Long-Wert von 98%. Das hat sich jetzt gedreht. Wir haben praktisch jetzt hier wieder die Gegenseite in den Accounts von JFD Brokers. Das ist sehr, sehr interessant. Tatsache ist, hier passiert nämlich jetzt aktuell auch wieder was sehr, sehr Interessantes. Denn mit Blick auf den Tagesschart sehen wir, dass das Währungspaar hier schon mit dieser heute sehr, sehr stark ausgeprägten Kerze diesen Abwärtstrend seit Juni hier touchiert hat. Oder beziehungsweise aktuell genau dort notiert. Und wenn wir uns jetzt mal hier runter scrollen, wir schauen uns gleich die Live-Charts weiter an, war hier die Annahme in der letzten Woche, wenn es über 0,7150 geht in dem Fall, kleiner Bug, dann wäre es hier an der Zeit über 0,7120, 0,7150 wäre es hier an der Zeit, ein Long-Engagement einzugehen. Das könnte dann hier in der Folge weitere Gewinne versprechen, die dann eben hier auch bis zur Abwärtstrendlinie seit Anfang des Jahres führen könnten, beziehungsweise hier bis zum Widerstandsbereich 0,7350, 0,7450. Das ist ein definitiv interessantes Level, vor dem der Euro gegenüber dem britischen Pfund stehen könnte. Wenn hier der Ausbruch jetzt glückt und wir hier über 71,20 rausgehen, würde ich sogar ein Stück weit drauflegen, jetzt hier 0,7150 sollten es werden. Dazu müsste man praktisch aber auch den morgigen Tag abwarten, da heute, wie gesagt, die Range schon weitestgehend erschöpft ist. Aber das Umkehrpotenzial ist hier zumindest gegeben. Wir haben hier einen kleinen Fakeout, den zweiten gehabt, hier in den letzten Junitagen hier von der Mitte ausgehend. Und warum Fake? Wenn wir uns nämlich hier mal anschauen, was der große Chart macht, dann sehen wir, dass wir hier einer wichtigen Unterstützung angekommen sind. Ja, die rührt hier aus den Vorjahren her. Um nicht zu sagen, schon weit über einem Jahrzehnt liegt das hier zurück, diese Preisniveaus. Die hat der Euro gegenüber dem britischen Pfund jetzt erreicht und wir sind eben hier in dieser Zone ja bereits schon mehrfach vorsichtig abgeprallt. Jetzt haben wir hier ein neues Verlaufstief gemacht und versuchen uns aber hier gerade wieder nach oben zu hangeln. Das ist eine interessante Situation. Solange die Marke von 0,70 gerade per Wochenschluss verteidigt werden kann, sieht das eigentlich ganz gut aus. Kritisch wäre es natürlich zweifelsohne, wenn der Markt hier jetzt deutlich unter das letzte Verlaufstief hier im Bereich 0,6936 zurückfällt. Wenn es hier also stärkere Abgaben geben sollte, dann wäre hier sicherlich der Weg gen Süden frei und nochmal 400-500 Pips Abwärtspotenzial gegeben. Aber aktuell sehen wir hier ein Stück weit Dynamik, insofern, dass der Markt sich hier wohl nach oben aufmacht. Und wenn wir hier noch uns mal der Oszillatoren bedienen, dann sehen wir, dass hier trotz des Verlaufstiefs
aus der letzten Woche, Schrägstrich vom letzten Freitag, hier eine positive Divergenz bereits vorliegt. Das heißt, man sieht hier ein gewisses Momentum auf der Oberseite, was sich hier durchsetzen könnte. Hier mit dieser positiven Divergenz hätte man sogar schon mit einer Rückkehr über 0,70 spekulativ long gehen können. Man wäre, Schrägstrich wurde bislang sogar belohnt. Wenn das jetzt hier, wie gesagt, weitergeht nach oben raus, dann hat man hier Niveaus 0,7250, 0,7350, 0,7450 auf jeden Fall vor Augen. Und dies, meine lieben Zuschauer, passt auch ganz gut zur Saisonalität. Denn wenn wir uns mal anschauen, wo die Reise hier saisonal hingehen könnte, dann wäre es zum Beispiel denkbar, dass wir hier einen kurzen Pullback machen. Hier vielleicht so eine Art inverse SKS, also hier Schulter auf dieser Seite, Kopf, Schulter, inverse SKS, Umkehrformation. Das wäre hier nochmal eine Paradeleistung. Ich werde das mal kurz ein bisschen visualisieren für Sie, damit Sie das noch ein Stück weit näher vor Augen haben. Dann wäre praktisch hier die linke Schulter, dann da die rechte und hier unten der klassische inverse Kopf. Also kein inverse Quatsch, das ist ja eine klassische, beziehungsweise inverse insofern, dass wir hier von unten kommen. Aber Schulter, Kopf, Schulter eben als Trendwendeformation, die ja eigentlich hier oben stattfinden. Hier haben wir praktisch den umgekehrten Fall, deswegen invers, Schulter, Kopf, Schulter. Und wie gesagt, wenn hier ein Rücklauf käme, auch im Sinne der Saisonalität jetzt hier durchaus denkbar, dann wäre das sicherlich ein gutes Re-Entry-Level, was dann hier auch durch eine weitere positive Divergenz gefüttert werden könnte. Das soll heißen, wenn wir hier nochmal Rücksetzer sehen, dann dürfte hier das letzte RSI-Low nicht unterschritten werden, was dann hier sozusagen eine Aufwärtstrendlinie sogar hier im RSI-Oszillator zulassen würde, die dann hier weiteres Potenzial im Sinne der Saisonalität zulässt. Das heißt, hier der August durchgehend bis in den September, Oktober hinein hier steigende Preise. Und wenn das hier zu dem aktuellen Chart-Setup passt, dann kann man eigentlich nur sagen, ja, der Bulle dürfte hier über das Parkett fegen. Mal sehen, ob es so passiert. Wir werden das hier begutachten, beziehungsweise auch immer wieder natürlich hier Free Content streuen, um praktisch hier auch nochmal alles in der Art aufzuarbeiten, was wir im Devisenradar darstellen. Ich sage auf jeden Fall erstmal danke fürs Einschalten und beobachten Sie doch einfach mal den Euro. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.